Dieses eklige Scheißvieh. Komplett verbrannt vom Molotow aus der letzten Folge. Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir befinden uns hier mit David im Winter, in irgendeinem Wald. Dessen Gebiet wir nicht genau kennen. Hör mal. Und ich weiß nicht, ob ich David vertrauen kann. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Los, weg hier. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Du schaffst es, Joel. Thank you.
sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Das hat ja gerade noch gefehlt. Unerwünschte Eindringlinge. Als ob sie das nicht hören. Hey, ich hab sie! Oh Gott. Aber David hat gesagt... Lauf! Oh Gott! Jo, jetzt hört's aber auf. Spring! Oh, nicht auf die Dinger zu. Ey, weg! Geh weg! Oh Gott. Oi. Aua! Das reicht. Oh Gott. Wohin? Oh mein Gott. Geh weg. Was zur Hölle wollen die? Ich kann mich auch nicht mal wehren. Ich kann meine Waffe nicht zücken gerade. Ich muss einfach wegrennen. Oh Gott, das war richtig nahe. Aua. Wohin? Nix scheiß Pferd. Das ist gutes Pferd. Ich habe keine Ahnung, wohin. Nein! Fuck. Oh Mann. Nein. Scheiße. Oh Gott. Jetzt aber schnell weg hier. Ach du Scheiße, okay. Ja, danke. Ja, damit. Oh. Okay. Passen wir mal auf hier. Looten und abhauen gleichzeitig. Das ist, glaube ich, das Beste gerade. Mich ist eigentlich bei mir so... Ja, ich habe von allem ein bisschen was. Das kostet ein bisschen 2. Von allem ist schon big. Okay, jetzt aufpassen. Wo sind die? Apropos, hat Ellie... Nee, Ellie hat den Pillen-Skill-Tree. Hat die gar nicht. Ja, mir fehlt der Zucker für Zuckerbomben. Aber gut. Haben wir 3 Nagelbomben wieder. Die auch wieder aufgefüllt. Sehr gut. Ja, Pfeile bin ich leider voll. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so hart looten möchte. Vor allem, weil... Uiuiui, da seh ich noch einen. Ich glaube, ich gehe jetzt echt mal ein bisschen auf Pfeile. Verdammt nochmal! Hä? Oh? Bro? What? Bitte? Na schön, erstmal looten, man kennt. War ich so fertig, aber was wollte mich? Wer hat mich gesehen? Wer zum Teufel hat mich gesehen? Oh, ich muss durch das Haus. Das muss ja sein, oder? Arschloch. Ja. So kann man es auch nennen. Drecksack. Noch besser. I like your... dein Enthusiasmus. Ich glaube, das Game will sogar, dass ich hier Pfeile verwende. Weil hier werden mir echt viele spendiert. Rechts noch einer, weil dann kann ich vielleicht noch einen rausnehmen und den Pfeil noch mitnehmen. Ja, obwohl. Ich glaube, ich gehe mal weiter einfach. Okay. Wo gehe ich lang? Einmal weg. Ja, wo? Wer? Wer sieht mich? Hier ist niemand. Und wo sind sie? Oh, das war nicht so geil. Achso. Ja, die Waffe können wir mal nachladen eigentlich, wenn ich schon dabei bin hier. Aber dann instant wieder den Bogen zücken.
Hier noch alles mitnehmen, was geht. Ja, ein bisschen Heilung, sehr schön. Ja, einfach mitnehmen. Oh, Muni, sehr schön. Gewehr ist voll nachgeladen. Ja, perfekt. Muss ich die killen? Ich weiß nicht. Sind hier welche? Nee. Oh Gott, ich dachte gerade, da wäre einer. Rein, rein, rein! Oh mein Gott. Fuck. Ja, einfach mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. Okay, hier ist weit und breit niemand. Nur links auf der Seite sind die da. Oder irre ich mich? Da kommen gleich ganz viele. Ganz viele auf einmal. Wo sind die zwei? Herzhaft. Und? Nicht. Was gefunden? Jetzt auch nicht. Suchen wir weiter. Da läuft die rum. Die Leute gucken ja gar nicht meine Richtung. Kann ich aber weglaufen, oder? Holy shit. Alkohol auf der Toilette, man kennt. Aber wer sieht mich denn hier die ganze Zeit? Guck mal, da ist ja niemand. Oh doch, da ist eine ganze Menge. Auch der da. Stehst du auch mal woanders oder bleibst du da? Ich glaube, der bleibt da. Fuck. Komm ich da raus hier oben? Ja, geil, geil, sehr gut. Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir hier nochmal kurz rein. Ah, die Flasche war es nicht wirklich wert. Okay. Raus hier. Was zum Teufel macht er hier? Ich schaue doch hier die ganze Zeit, hier ist nichts. Ist er noch da? Besser ist. Yeah. Oh, Shotgun. Oh Gott. Schaffe ich den? Nee, der sieht mich instant. Der schaut immer hierher. Warum? Habe ich ihn geschafft, dass er wegschaut. Das ist schon mal gut. Oh, clean. Nice, sehr schön. Jetzt muss ich aber kurz schauen hier. Ich glaube nicht, dass mir die Shotgun hier viel bringt, aber ich werde sie trotzdem mal ausrüsten. Für den Das sind die Notlösungen dann. Lade ich mal kurz nach den Spaß. Oh, scheiße. Will ich den looten? Eigentlich schon. Ich weiß ja nicht, wie viele hier noch unterwegs sind. Oder ob ich von dem überhaupt was kriege. Ja, geil. Oh, warte, da war was. Ah. Sehr geil. Niemals. Okay, okay, weg hier. Frage ist nur, wo lang? Hm, hier. Sehen die mich von da? Wahrscheinlich ja, aber... Wenn ich mich jetzt nicht allzu dumm anstelle, dann komme ich hier lebend durch. Dann mal los. Oh Gott, ja. Du kannst auch so durchrushen, okay. Einfach. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Ja, du kannst nicht schwimmen, das wäre nicht so gut, wenn du ins Wasser fallen würdest. Holy shit, das ganze Dorf ist bewohnt. Wahrscheinlich nicht, so wie es aussieht. Oder doch? Keine Ahnung. Eigentlich könnte Ellie schon lang zurück und sie sollte eigentlich Joel verteidigen und nicht die versuchen wegzulocken. Also klar, weglocken wäre eigentlich ganz smart, aber was soll Joel machen? Er ist komplett ausgenockt, ist allein, er kann nichts tun in seinem momentanen Zustand gerade. Ist er ein bisschen am Arsch, wenn er da gefunden wird, ganz alleine. Da machst du nichts. Okay, wo haben wir... Wartet hier der Spaß... Ich glaube, ich kann normal laufen, oder? Sieht ganz so aus. Aber wo gehe ich hin? Oh. Oh, da komme ich
nicht durch. Ach, nicht? Lol, wo soll ich denn dann durch? Unten lang? Oder ist hier finit? Nee, hier ist finit. Ah. So, das war's. Oder hier? Wohin mit dem Teil? Nee, wahrscheinlich wegziehen, oder? Ja, das war richtig. Das war richtig. Jetzt ist wahrscheinlich der Weg frei. Oder? Yes, jetzt kommt man hier durch. Okay, jetzt werde ich hier safe gleich bei der Röhre abgecampt. Nö. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Warum musst du da hin ausgerechnet? Du könntest überall hin. Jetzt kommen hier safe nochmal unsere Freunde hier. Ja, da hinten sehe ich schon ein paar. Okay, das Tor hier ist zu, das heißt, ich muss außen rum. Das kann ja was werden jetzt. Die sehen mich aber von so weit nicht. Das ist schon mal etwas. Oh Gott. Jetzt hier schwieriges Thema. Machen wir mal den hier. Was ist der zweite? Glückt den gerade nicht. Ja. Er ist weg. Ach du Scheiße! Wo ist der Drecksack? Wo ist der andere? Wo die Minen misst, als ob du das siehst. Oh Scheiße, er sieht's wirklich. Ausschwärmen! Nix ausschwärmen. Nicht gut. Oh, mieses Arschloch. Oh, ein Medkit? Nee, Muni, schade. Fuck, das kann ein Problem werden jetzt. Kann ich hier rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Wo ist die? Weiß ich nicht. Also klar, also, nee, weiß ich nicht. Oh, geil, das muss ja nicht sein jetzt. Das war ein Stealth-Kill? Das war der lächerlichste Stealth-Kill ever. Ah, gut. Ich bin aber du ja auch nicht mehr. Krieg ich den Fall wieder? Los. Dann wahrscheinlich durchs Haus hier. Nee, warte. Und ruhig. Noch weiter außen rum? Welches Dach? Bitte sag mich, ich kann aufs Dach. Nee, ich kann nur hier rein. Ich will hier nicht festsitzen. Musst du auch nicht. Wir kommen hier raus. Ganz sicher. Alles klar. Ja, das Zeug hier. Immer Alkohol ist voll. Fuck. Molly. Denke mal, dass wir vielleicht irgendwo ein Medkit finden könnten. Oh, lol, wir haben so viel Pistol-Muni, holy shit. Okay, hier ist nichts mehr. Scheren sind voll. Ah, ich kann sie auch nicht, ich kann nichts craften damit. Ja, schade, okay. Aber ich will auch die Nagelbomben nicht verwenden, weil die sind echt ein bisschen auffällig, deswegen... Ist okay. Oh Gott! Wie nennst du mich? Du kleiner Sack. Oh shit. Das war ein Headshot, Junge. Ach du Scheiße! Das Arschloch. Oh Gott, okay. War das gescriptet, dass sie mich da finden, oder? Gib mir Deckung, ich geh vor! Verdammter! Hallo, schieß! Drecksack! Wo ist der andere? Aha, so machen wir. Oh, geil. Hä? Lol, wie ist er da hingekommen?
Bro, bleib mal stehen, Alter. Was ist los mit dir? Richtiger kleiner Roadrunner hier. Ich hab die Schaff. Stopp nochmal! Und tschüss. Verpiss dich. So. Ich brauch irgendwas zum Werfen. Schnell. Oh ja, Flasche. Kuss. Und raus hier. Shotgun. Komm schon. Schnell. Raus hier. Oh, fuck. Komm schon. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Oh, nee. Nein, David! Halt still! Ich rette dir das Leben. Das sieht mir nicht nach Leben retten aus. Was zu... Fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen, es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war... ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Oh Mist. Dummes kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ehrlich. Was? Sag ihnen... Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Allez.